Willkommen auf der IAA bei Mercedes. Die Marke zeigt hier das Beste aus völlig unterschiedlichen Welten. Was es im Detail bedeutet, schauen wir uns jetzt an. Der Carsharing-Dienst Car2Go ist extrem erfolgreich. Wie die Zukunft des Carsharings aussehen soll, sagt uns jetzt Annette Winkler. Mit diesem Concept Smart haben wir einfach mal gesagt, wenn man mal so alles nimmt, was jetzt so sichtbar wird an neuer Technologie, wie könnte denn so ein Auto mal aussehen? Haben einfach mal so symbolisch gesagt im Jahr 2030. Der Car2Go-Kunde der Zukunft setzt sich rein und das Auto passt sich ihm an. Es ist so, als wäre es sein Auto. Dieses Auto ist ein vollautonomes Auto, natürlich voll elektrisch, induktiv ladbar. Ein kleiner Service-Butler, der ihn ganz viel abnehmen kann, kommunikativ und vor allen Dingen personalisierbar. Wir haben ja wie 50 Jahre AMG dieses Jahr kommuniziert, darüber geredet. Und hier steht natürlich unser Highlight der 50 Jahre. Project One in live, in Farbe, als fahrendes Auto. Wir nehmen den 1,6-Liter-Motor aus der Formel 1, wirklich 1:1. Und bringen den auf die Straße. Das ist der effizienteste Verbrenner, den wir kennen, und kombinieren den mit elektrifizierter Vorderachse. Das sind über 1000 PS kombiniert. Und was wir heute zum ersten Mal sagen, 0 auf 200 wird unter 6 Sekunden passieren. Mercedes hat bereits vor einigen Wochen die Modellpflege der neuen S-Klasse vorgestellt, die jetzt über viele technische Neuheiten und kleine optische Retuschen verfügt. Jetzt hier auf der IAA zeigt Mercedes jedoch das neue S-Klasse Coupé und das neue Cabrio. Auch die haben reichlich neue Technik an Bord. Was das im Detail bedeutet, darüber sprechen wir jetzt mit einem Experten. Die Fahrzeuge sind extrem erfolgreich, gelten als die schönsten im Markt. Trotzdem haben wir leichte Veränderungen in der Front und auch im Heck vorgenommen. Frontschürze, Heckschürze haben wir angepasst. Bei dem AMG-Modell sogar den Panamericana Grill jetzt unseren AMG-Kunden spendiert. Ansonsten die Telematik komplett überarbeitet und auch im Interieur Widescreen Cockpit oder auch das ganz neue Lenkrad, was man aus der S-Klasse kennt mit den Fingerpads, mit dem man auch die umfangreichen Telematik- und Sicherheitssysteme jetzt alles in der Hand am Lenkrad bedienen kann. Wir haben auch den brandneuen 8-Zylinder-Motor mit der Zylinderabschaltung und vielen anderen Features dort eingebaut. Einer der stärksten und sparsamsten V8-Motoren, den wir je hatten. Oder hier hinter uns der 450 mit extra Leistung, neues 9-Gang-Automatikgetriebe und segeln kann er auch. Wir stehen hier am Concept EQA und wer könnte uns mehr darüber sagen, wie man ein solches Auto entwickelt und was es ausmacht als Gordon Wagner? Gordon, erzähl mir mal, was fasziniert dich an diesem Auto, was macht es so besonders? Man sieht, das Auto ist seamless, alles ist integriert ineinander, unheimlich schöne, volle Flächen. Zum Beispiel, wenn man die Front sieht, das ist ja das neue Gesicht für unsere EQ-Marke. Wir verbinden den Grill mit den Frontscheinwerfern. Also das ist im Prinzip sozusagen ein Bildschirm, ist auch beleuchtet, kann verschieden beleuchtet werden, je nach Driving-Style, wenn ich aggressiv fahre, rot, wenn ich effektiv fahre, blau und so weiter. Natürlich geben wir hier auch einen ganz kleinen Ausblick wieder Richtung neue A-Klasse, die wir bald sehen werden. Das Auto trägt sehr viel davon im Blech. Im Prinzip eine schöne Hüfte, eine Taille, die sich rausschert, die Kabine, die reinzieht und dann diese tolle, weiche Schulter kreiert, die sehr viel von menschlichem Sexappeal auch hat. Ja. Ich denke mal, auf die Zukunft dürfen wir uns freuen. Das war's hier vom Stand von Mercedes-Benz von der IAA 2017. Und wie versprochen, hat man hier wirklich sehr viele Neuheiten aus den unterschiedlichsten Bereichen gezeigt. Ich persönlich finde es sehr clever, dass Mercedes für die Zukunft nicht nur auf einen Antrieb setzt.